von Katrin Scheib. Moskau Firmen, die in Russlands WM-Gastgeberstätten mit gefährlichen Stoffen hantieren, sollen während des Turniers den Betrieb einstellen, so der ursprüngliche Plan, doch die Unternehmen verhandeln nach. Mit unterschiedlichen Ergebnissen, wenn schon alle gerade über Russland und Giftstoffe reden, die die Giftattacke auf ihn für die Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland hat. Nein, hier soll es heute um die Gifte und anderen Gefahrenstoffe gehen, die in russischen Fabriken zum Einsatz kommen. Oft gar nicht weit von den WM-Stadien entfernt. Katrin Scheib ist Journalistin, Schalke-Fan und kommt aus dem Rheinland. Als die deutsche Mannschaft 2014 in Brasilien Fußball-Weltmeister wurde, bis das Turnier am 14. Juni beginnt, Anfang des Jahres, hatte die Zeitung Kommersant von Plänen berichtet, die mit gefährlichen chemischen und biologischen Stoffen, radioaktiven, giftigen und explosiven Substanzen hantieren, jedenfalls, wenn bei einem Arbeitsunfall eine Gefahr für Fußballfans und Spieler entstehen könnte. Der Brief mit diesen Plänen kam direkt vom FSB, also vom Inlandsgeheimdienst, und somit mit einem gewissen Nachdruck. Trotzdem haben viele russische Unternehmen sich gewehrt. Sie fürchten Verdienstausfälle. Ihre Arbeiter haben Angst. Aber unter strengeren Sicherheitsauflagen, etwa bei der Gazprom Energo Holding, andere Firmen legen nur die riskanten Teile ihrer Produktion still, aber nicht das komplette Werk oder die ganze Fabrik arbeitet weiter. Die Unternehmensleitung übernimmt aber persönlich die Haftung mancherorts. Allerdings bleibt es auch bei der geplanten Sperre, die Stahlfabrik Roter Oktober zum Beispiel, die in Wolgograd nordöstlich des Stadions liegt, wird dem Bericht zufolge für die Dauer des Turniers tatsächlich abgeschaltet. In diesem Unternehmen schwingt übrigens bis heute ein Hauch von Sowjettradition mit im Umgang mit denjenigen Arbeitern, die unter schädlichen oder gefährlichen Bedingungen arbeiten. Sie bekommen nach Angaben des Unternehmens eine Lohnzulage, zusätzliche Urlaubstage und eine Extraportion Milch. Alle Folgen des WM-Countdowns finden Sie hier. Quelle: ntv.de.